Herzlich willkommen zu meiner Winter-Roomtour mit dem Auf- und Abbau von meinem Phoenix-Camper hier bei winterlichen Bedingungen. Hier schneit es gerade von den Bäumen, obwohl die Sonne scheint, das ist halt der Graupel. Und ich zeige dir, wie weit der Stand der Dinge ist, innen und außen. Wirst du mal Einblicke haben und dann im Frühling kommt noch eine ausführlichere Roomtour. Denn es gibt noch so ein paar Kinderkrankheiten, die ich noch ausbessern werde. Und jetzt geht's mal los hier mit dem Abbau und dann dem Aufbau. Diese Tellerchen wieder hier unter die Füße, dass sie nicht einsinken. Richte den ins Wasser aus. Ja, jetzt zeige ich dir mal, wie mein Phoenix-Fahrradcamper so auf- und abgebaut wird, wie das Ganze funktioniert. Und dann auch im zusammengeklappten Zustand kann ich ja damit fahren bei Starkwind, Seitenwind oder wenn ich längere Strecken fahre eben oder unter Hindernissen durch. Deswegen habe ich das Ganze ja klappbar überhaupt gemacht, dass ich da einfach Vorteile habe dadurch. Und trotzdem darin was transportieren kann, ist mir ganz wichtig, genügend Stauraum habe. Und wenn ich mal jetzt kürzere Strecken fahre und keine Lust habe, auf- und abzubauen, kann ich den auch im komplett aufgebauten Zustand vollwertig so fahren. Dafür ist er stabil genug ausgelegt. Und jetzt zeige ich mal, wie ich diese Seitenwände rausziehe, das Dach dann runterbaue und das Ganze dann auch verzurre. Und später soll dann noch eine wasserdichte Plane drüber für den Transport, dass einfach das alles geschützt ist, dass auch nichts zur Seite rausfällt und natürlich auch Regen- und wettergeschützt ist der Inhalt von meinem Fahrradcamper. Und jetzt zeige ich dir mal den Abbau. So, jetzt kommen die Klappen hier hoch und raus. Hier ist das schöne Gepäcknetz.
da hat viel Platz hier drin, kann man Sachen verstauen. Ja, so sieht der Camper jetzt hier im zusammengeklappten Zustand aus. Die ganzen Platten, Dach, Seitenwände und so kommen dann aufeinander gestapelt. Während der Fahrt wird das Ganze natürlich noch mit den Gurtbändern hier gesichert, damit es nicht verrutscht und wegfällt. Und ich werde auch noch Polsterung dazwischen machen, dass die Wände sich nicht gegenseitig verletzen, aufscheuern. Und dann kommt noch eine wasserdichte Plane, vielleicht aus LKW, vielleicht aus einer Zeltplane, was Leichtes halt in einer Signalfarbe, Orange oder sowas, werde ich mir anfertigen. Und dann gibt es eine komplett regengeschützte Hülle drumherum und dient auch dazu, dass die Sachen nicht rausfallen. Hier sind ja die Seiten offen. Damit da nichts rausfällt, soll die Plane hier auch das Ganze verschließen, abschließen. Und so kann ich dann eben lange Strecken fahren, bei schlechtem Wetter fahren, bei starkem Seitenwind oder auch von vorne Gegenwind. Und der Plan ist ja auch, das Ganze im Zug mitzunehmen, dass ich dann einfach nur hier so einen praktischen großen Doppelkoffer hier transportiere, im Fahrradabteil natürlich. Damit ich dann einfach mit dem Zug dahin reisen kann, wo ich auch möchte und dann dort meine Fahrradtour mit dem Fahrradcamper starten kann. So kann ich dann fahren und eben noch die Plane drauf. So, jetzt fahre ich hier auf dem Feldweg zu dem See mit meinem langen Gespann, mit meinem Lastenrad und dem neu gebauten Phoenix Fahrradwohnwagen. Märchenhaft hier. Die Bäume. Wow, wie schön, hey. Ja. Der steht doch schon mal gut fest hier in der Landschaft. Zuerst mal aufmachen den schönen Camper und dann kommen hier meine eigens dafür angefertigten Dreiecke raus. Die lassen sich dann hier ganz schnell einfach dran heften. Mit bisschen Übung geht es dann noch schneller. So, Dach liegt drauf und jetzt die andere Seite auch. Der riecht bestimmt noch mehr Übung nach einer Weile. So. Schon mal aufgebaut hier. Das hält auch gut. Jetzt bin ich hier mit meinem schönen Phoenix Camper am Baggersee bei minus 4 Grad oder sowas. Am kürzesten Tag, 21. Dezember heute. Eigentlich habe ich mir vorgestellt, hier wunderschön bei Sonne zu sitzen und das Wetter zu genießen, aber nun denn, jetzt ist es nun mal so, hat auch was, ist romantisch, neblig, trüb, ziemlich kalt. Und jetzt möchte ich hier dir den Fahrradwohnwagen vorstellen, von außen erstmal aufbauen. Hier habe ich jetzt schon mal den Windfang aufgebaut, dass die Tür hier offen stehen bleibt. Ich finde es schon mal richtig genial, habe ich hier Regenschutz von oben, auch von der Seite, auch Sonnenschutz. Und ich brauche keine Stützen auf dem Boden, der hält einfach so. Und ist ruckzuck auf und abgebaut. Und natürlich auch noch innen drin mein Equipment, meine Ausstattung, meine Organizer zeigen, mein Kocher und so weiter. Ja, lass uns loslegen. Und jetzt
gehen wir mal drum herum. Kommt die andere Seite, die kann man ja auch ganz aufschlagen und dann natürlich auch noch die Erweiterung dran machen. So, da stelle ich dich mal hier hin. Auch ein schönes Bild. Jetzt bin ich auf der Fahrerseite und die kann man ja komplett aufstellen und das führe ich jetzt hier euch mal vor. Ich habe das noch nie im Freien aufgebaut. Heute ist Premiere und du bist mit dabei. Ich weiß noch nicht, also so richtig wie es geht. Ich bin noch ein bisschen ungeübt hier drin. Ich muss sagen, der Klettverschluss, der hält richtig gut. So, und das Zeug, das Material verzieht sich doch ganz schön bei der Kälte schon. Das merkt man, es zieht es hier so hin und her. Und übrigens, was hier drauf ist, das ist Pixel-Camouflage. Das habe ich mal irgendwo gesehen bei einem Camper und das hat mir so gut gefallen, weil ich möchte ja auch getarnt in der Natur stehen. Da verschwindet so ein bisschen die Kontur von dem Ganzen. Es ist eigentlich vom Militär entwickelt, habe das nie benutzt und ich wollte kein Camouflage-Muster, das ist mir ein bisschen zu militärhaft. Deswegen habe ich mich mal dafür entschieden. Bisher ist es nur auf der Seite drauf, möchte aber natürlich hier überall das machen, wenn es gut ankommt. Du kannst ja mal in den Kommentaren schreiben, wie du das hier findest. Aber ich finde, es hat schon eine ganz gute Wirkung hier. Ich will es nicht einfach so mausgrau lassen. Jetzt gibt es hier zwei Varianten, das aufzustellen. Das eine ist ja nur für das Gästebett. Dann ist es wie so ein Erker hier aufgestellt. Oder aber, wenn ich einen Panoramablick haben möchte, dann kann ich das ganze Dach hier aufstellen. Ich mache es erstmal da drüben. Und zwar hier mit diesen Winkeln. Einfach da reingeklettet. So habe ich mir das ja mal ausgedacht und scheint auch zu funktionieren. Das einfach hier anstellen, ganz in die Ecke reinkletten. So, jetzt habe ich hier ein wunderschönes Dach über dem Kopf. Das wäre übrigens auch eine wunderschöne Anglerkabine hier. Hier die Vorhänge mal abmachen und hier habe ich mein Gepäcknetz, habe ich selber genäht aus den Gurtbändern. Da kann ich eben alles Mögliche rein aufbewahren. Das hier ist mein Waschbecken. Ich räume jetzt hier erstmal den Wagen aus, weil hier sind ja auch, hier ist auch das Gästebett unten drin. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Diese Isomatte. Hier kommt das Gästebett raus. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ist doch ein Traum hier drin. Also ihr müsst wirklich mal rausschauen. So sieht es jetzt von hier drinnen aus. Wirklich ein schöner Panoramablick. Und ich habe ein Dach über mir, bin wettergeschützt, sonnengeschützt. Also optimal, um hier zu picknicken, grillen oder was auch immer, angeln am Baggersee. Hier möchte ich mal vorstellen, mein Innenraum. Das hier ist meine Küche. Da ist alles drin, was ich so brauche zum Kochen. Tasse und hier habe ich ein kleinen Kochtopf mit Pfanne oben dran. Und ihr seht, wie praktisch es ist, diese Radkästen hier zu haben. Ja, Besteck ist hier natürlich auch drin und Öffner. Dann habe ich hier so ein kleines Hackmesser, um Erde zu bohren, wenn mal eine Unebenheit ist, oder was zu schnitzen oder zu sägen. Hier ist auch eine Säge dran. Flaschen öffnen, Multimesser. Dann zum Grillen hier kleine Grillschalen. Schwamm natürlich. Übrigens, diese Tasche hier gibt es von dem Autozubehör als Kofferraumtasche für Putzmittel, für Werkzeuge oder so weiter. Und ich fand die super praktisch hier für den Fahrradwohnwagen. Einmal finde ich dieses Filz sehr schön. Das gefällt mir gut von der Haptik, vom Look her. Und diese Tasche passt hier optimal. Wenn ich jetzt die Klappe hier zu habe,
hier rein in diesen Zwischenraum zwischen Bett und Wand. Was habe ich hier noch drin? Mal hier gucken, in dem Topf hier. Hier ist mein kleiner Gaskocher drin. Braucht es viel näher. Ja, so ist doch gut. Also heute sitze ich hier bei lausigen 4 Grad minus oder 3 Grad vielleicht nur noch. Hier ist mein kleiner Koffer drin, den habe ich mir ganz neu gekauft. Soll gut sein. Vielleicht probiere ich den nachher noch aus, wenn ich Zeit habe. Und hier habe ich eben einen Edelstahltopf, Alu mag ich nicht. Ist nicht so gesund, finde ich. Und dieser Deckel kann auch gleichzeitig zur Pfanne werden. Dann habe ich hier noch in dieser coolen Tasche einen Pferd. Dann habe ich hier noch eine Art Wasserkocher für mich zumindest. Auch einen kleinen Topf mit Deckel. Und was habe ich da drin? Meine Gaskartusche zum Kochen. Coolman von Coolman. Ich denke, das sollte reichen für eine ganze Weile. Vielleicht mache ich es nachher noch an. Ich lasse die Sachen mal draußen. So, das ist vorgestellt. Dann möchte ich hier noch meinen Kühlschrank. Ich habe einen Kühlschrank dabei. Das hier ist mein kleiner Kühlschrank von Thermos. Da geht auch allerhand rein. Das reicht völlig für so einen Fahrradwohnwagen. Da kann ich einfach mal mit Kühlpads einen Tag überbrücken. Festspar drin. Bier, Aufstrich, Milch. Eigentlich wollte ich mir einen heißen Kakao hier machen, aber ich habe den Kakao vergessen. Ich habe nur meine Milch mit und hier mit so einem Kühlpad kann ich durchaus einen Tag über auch mal eine Butter oder was anderes kühl halten, ein Bier. Ja, und noch eine Suppe hier, Chili, Sinnkarne. Ich bin ja überwiegend Veganer, also manchmal esse ich Eier, deswegen gibt es bei mir kein Fleisch. Ja, hier ist die Beschreibung von dem Ganzen. Ich glaube, es ist ein super Teil hier. Und ich brauche da nichts Elektrisches. Mir reicht es hier vollkommen aus, so eine kleine Kühltasche zu haben. Gut. Diese kleine Kühltasche, die passt ebenfalls hier in diesen Spalt zwischen Bett und Wand. So habe ich das mir gedacht. So habe ich die Sachen ausgesucht. Alles, was schmal ist, was halt hier so von der Dimension reinpasst, von der Breite und von der Länge und von der Höhe, weil der wird ja nachher runtergeklappt, dann passt es alles genau hier unten rein, auch im zusammengeklappten Zustand. Ist ja ganz wichtig, dass ich da auch einen Stauraum habe. Deswegen gehen ja die Wände erstmal hoch gerade fest und dann kann man sie runterklappen, dass hier unten drin, ist ganz wichtig, ein Stauraum entsteht. Ich kann diese ganzen Sachen hier stehen lassen. Ich muss sie nicht alle erst wieder rausmachen oder woanders hin. Also ich kann hier in dem Fahrradwohnwagen auch durchaus sehr viel voluminöse Sachen transportieren. So, das möchte ich hier mal noch näher vorstellen. Hier hängt mein selbstgemachtes Gurtbandnetz von der Decke runter. Das ist einfach so gedacht für Kleider, für großen Schlafsack auch hier rein. Während der Fahrt auch verstauen. Das braucht es, finde ich, in so einem kleinen Raum, in so einem kleinen Fahrzeug, dass man wirklich gute Staumöglichkeiten hat, Organizer, dass man einfach ordnende Strukturen hat, dass man nicht ständig rumräumen muss. Das nervt total, finde ich, wenn man in so einem kleinen Raum immer nur am Räumen ist. Das macht dann nach einer Weile keinen Spaß mehr. Und deswegen habe ich hier mir Gedanken gemacht, wie kann ich das hier am besten strukturieren. Und dazu kommt hier noch, da habe ich vom Auto, das ist so ein auch ein Gepäcknetz, das kann man so hinter die Rücksitzbank, glaube ich, spannen. Das habe ich mir jetzt hier abgewandelt, ein bisschen modifiziert, dass ich das hier hinten reinkletten kann. Ich mache die Tasche auch mal dahin, wo sie hin kann. Das hier ist jetzt mein Gepäcknetz für die Seite, die Beifahrerseite, die rechte Seite. Die wird ja nicht aufgemacht, das ist ja nur die linke Seite hier. Und da habe ich mir hier so Haken hingemacht.
damit kann ich das dann ganz gut hier hinhaken. Und hier auch und da. So, und schon zieht man das. Ich hole euch mal näher ran. Und schon habe ich hier auch ein cooles Netz für alle möglichen Sachen. Zum Beispiel auch Zeitschriften, Klamotten, alles Mögliche, was so rumfährt im Raum, kann dann hier schnell verstaut werden. Oder hier Festsportbox kann einfach gut da rein. Es war mir wichtig, dass ich hier schöne ordnende Strukturen habe. Organizer. Und die Vorhänge hier, die kann ich einfach hochrollen. Und dann kommt da noch ein kleiner Klettverschluss dran. Dann kann ich die ruckzuck hier oben lassen. Oder wenn ich sie gar nicht brauche, Klettverschluss halt, mache ich sie komplett ab. Kann sie irgendwo verstauen. Das mache ich jetzt hier mal. Und hier ist ja meine Lüftung. Die kann ich hier regeln, indem ich sie hier auf und zu mache mit den kleinen Schnürchen. Das sieht man dann auch raus. Jetzt kommt Luft rein. So ist es zu. Und von draußen ja das Aluminium-Lüftungsgitter. So, was gibt es hier drin noch zum Vorstellen? Hier, diese Wand ist ja auch stabil durch das Aluminium. Hier kann ich auch durchaus ein Kissen hinlegen oder vielleicht mache ich mir auch so ein kleines Brett hier hin, dass ich mich einfach hier anlehnen kann, wenn ich abends mal hier drin sitzen möchte. Jetzt würde ich auch noch das Gästebett mal hier aufstellen mit dem Dach. So, hier kommt ja das Gästebett. Erstmal der Lattenrost da eingehängt. Und dann die Beine hier dran geschraubt. Hier habe ich auch solche Hütchen da für drunter, dass er nicht einsinkt. Diese Dinger einfach andersrum hin. Lassen sich auch hier so hinkletten. Und dann kommt es hier runter. Jetzt ist die Seitenwand hier auf den Klett. Jetzt hält diese Wand hier fest genug. Und zu guter Letzt kommt noch die kleine Seitenwand da reingeklettet. Da brauche ich auch noch ein bisschen Übung. So. Voilà, das war's. So ist meine Erweiterung hier, mein Gästebett. In diesem kleinen Ärger hier untergebracht. So, hier nochmal ein Rundgang um meinen Phoenix Camper. Schönes Wetter, Stimmung. Schön romantisch hier mit dem Ärgeranbau hier. Wow, was für ein schöner Ort hier. Und hier mein geniales Gespann-Lastenrad Phoenix Fahrradcamper. Oh,
Jetzt schaue ich einfach mal interessehalber, wie lange dauert denn der Aufbau. Ich gucke mal auf die Uhr. Jetzt haben wir 10.51 Uhr. So komme ich dann ja an. Da ist noch eine Plane drauf, die ist jetzt schon weg. Die Gurte werde ich jetzt wegmachen und dann das Ganze aufbauen. Mal schauen, wie lange es dauert. Die Seite steht. So, hier mache ich noch das schöne Netz rein. Fertig. Schauen wir auf die Uhr. Was zeigt die Uhr an? Ja, 56. Das waren jetzt in 5 Minuten die Aufbauzeit. Ist doch vollkommen akzeptabel. Ich finde, das geht wirklich super schnell. Habe ich meinen Fahrradcamper hier aufgeklappt. Herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich, dich wieder in einer weiteren Folge von Phoenix Camper zu begrüßen.